Das ist ein Typ, der wird 40 und denkt, boah, scheiße, ich bin alt. Was mache ich denn jetzt? Er geht in eine Muckibude, geht auf eine Sonnenbank, er tut was für sich. Geht raus, geht einkaufen und fragt die Kassiererin, Entschuldigung, für wie alt halten Sie mich? Und sie guckt ihn an, ja, so 35, sagt, haha, ich bin 40. Das sieht man ihn aber nicht an. Total stolz, geht nach McDonald's, kommt auch da dran und fragt die Kassiererin, hören Sie mal, ich will Sie gar nicht stören, aber für wie alt halten Sie mich? Also 34, 35, ich bin 40. Gut gehalten. Er fährt nach Hause und freut sich, als hätte er Nemo gefunden. Als hätte er sein Puzzle fertig. Neben ihm sitzt eine ältere Dame und er sagt so, hören Sie mal, ich habe eine Frage. Für wie alt halten Sie mich? Und die ältere Dame, junger Mann, meine Augen sind nicht mehr so gut. Aber wenn wir früher rausfinden wollen, wie alt jemand ist, dann sind wir dem in die Hose gegangen. Da konnte man fühlen, wie alt er ist. Und das hat immer geklappt. Würden Sie das bei mir auch machen? Ja, sicher. Er Jacke drüber, sie packt rein. Sie sind 40 Jahre alt. Boah, das haben Sie gefühlt. Nee, ich stand mit McDonald's in der Schlange hinter Ihnen. Darf ich dich mal was fragen wegen Sex mit meiner Freundin? Also ja, sicher. Kannst du damit aufhören? So, Mann. Chantal wacht aus der Narkose auf und fragt den Arzt, wann kann ich denn wieder Sex haben? Sagt er, keine Ahnung, Sie sind die Erste, die mich nach Mandeloperation fragt. Schatz, mir ist heute so zärtlich. Ach, warte, ich mach nur langsam, damit die Asche nicht vor die Kippe fällt. So. Ja, Papa, stimmt, dass ein Teil von Afrika die Männer ihre Frauen bis zum Tag der Hochzeit nicht kennen? Das ist in jedem Land so. Ein Banküberfall. Und der Kassierer sagt zu seiner Arbeitskollegin, ich glaube, der hat eine EI-Schwäche. Und er, Ruhe, Geld raus oder ich scheiße, habe ich doch gesagt. Ja. Wir fangen in dem nicht, dann ist das sich eine Frau beim Frauenarzt hinterm Vorhang aussieht. Was soll das denn? Das ist der Überraschungseffekt. Stimmt, dass ein Teil von Afrika die Männer ihre Frauen bis zum Tag der Hochzeit nicht kennen? Das ist in jedem Land so.